ich mache ganz selten Sport. Ich will, dass es was Besonderes bleibt. Obwohl, ich war jetzt das erste Mal wieder joggen nach 10 Jahren. Und ich habe so eine App genommen, vielleicht kennt ihr die, die heißt From Couch to 5K. Also von der Couch zu 5 Kilometer, ne? Und ich dachte, das schaffe ich vielleicht, weil da musst du 90 Sekunden joggen und dann 60 Sekunden darfst du gehen. Und da redet immer so eine Stimme mit dir, so eine Frau auf Englisch, die sagt dann immer, you are great, you are awesome, you're almost there. Ne, für alle, die kein Englisch können, du bist großartig, du bist fantastisch, du bist fast da. Dachte ich, geil, wenn ich das nächste Mal Sex habe, lege ich die daneben. Na, ist auch gut, dass die sich immer wiederholt, ne? Obwohl, ich mache jetzt viel Sport im Moment. Ich räume auch gerade ein bisschen auf in der Wohnung. Ich mache hier Marie Kondo, diese Netflix-Frau, diese Japanerin. Du auch? Räumst du auch gerade auf? Die sagt doch, du sollst alles in der Wohnung anfassen, ne? Und das muss dann noch ein Glücksgefühl auslösen. Wenn nicht, muss das weg. Da habe ich gedacht, geil, wenn ich alles aus meiner Wohnung raustue, was mir kein Glücksgefühl mehr gibt, wisst ihr, was dann noch übrig bleibt? Eine Packung Vanilleeis und eine Flasche Gin. Und im Feng Shui, da sagen sie ja, alles soll weg, was du ein Jahr nicht angefasst hast. Das auch. Geil, ich stelle mir dann immer vor, wie unten auf der Straße so Jungs stehen, so, musstest du auch weg? Ja, ich musste auch weg. Komm, wir trinken ein Bier zusammen. Geil, oder? Stell dir mal vor, die ganze Straße so. Kannst dir gleich einen neuen holen. Nee. Es gibt ein bisschen wenig gute Frauenvorbilder im Moment so im Fernsehen. Es gibt sehr wenige. Also die Marie Kondo finde ich toll, weil die macht unser Leben besser. Ja? Die hilft uns. Aber wenn ich sonst so gucke, hier Heidi Klum, Germany's Next Topmodel. Hey, Heidi Klum ist doch keine Frau. Ist ein Avatar. Die schminkt sich nur Hautfarben. Unten drunter ist sie blau. Außerdem schläft die jetzt immer im Tokio-Hotel. Mit Kinderbetreuung. Mein Opa war auch nicht googlesüchtig. Ich bin sehr googlesüchtig. Mein Opa kannte ja Google nicht mehr. Wenn der was wissen wollte, hat er die Oma gefragt. Ich bin sehr googlesüchtig. Ich google alles. Am liebsten google ich Krankheiten. Ja, ich weiß, das soll man ja nicht machen. Das stimmt, ne? Weil du vom Hölzchen aufs Stöckchen kommst. Ich habe neulich Halsweh eingegeben und dann wollte ich mir nach 3 Stunden die Krampfadern ziehen lassen. Und ich habe viele. Wenn ich die mit Edding verbinde, kommt mein Sternzeichen raus. Nee, da hat der Opa nicht gekannt, wirklich nicht. Und ich liebe ja auch den Google-Übersetzer, muss ich sagen. Ne? Das ist ja für euch als Schweizer bestimmt auch interessant, den zu benutzen. Weil du tust vorne was rein und hinten kommt ja beim Google-Übersetzer was anderes raus. Und ich habe mal ein kroatisches Kuchenrezept backen wollen. Und die Wirtin von der Ferienwohnung hat mir das auf Kroatisch mitgegeben. Und dann habe ich den kroatischen Text bei Google reingetan. Ne? Brižni, bražni, bružni, brižni, bražni, bruži. Dann habe ich auf Kroatisch-Deutsch gedrückt und rechts stand dann, gehen Sie zu einem niedrigen Ofen. Alles, was verbindet Eiweiß, bringt Leben. Dachte ich, ja krass, die Erfahrung musste Boris Becker auch schon mal machen. Wo ja der Google-Übersetzer nicht so gut funktioniert, ist ja in New York, wenn du so Redewendungen hast, weil da funktioniert, du kannst einfach nicht, Gesundheit, du kannst einfach nicht übersetzen. Ne? Zum Beispiel die Frage, how are you? Ja, sagt der Engländer oder Amerikaner, fine, thank you. Es ist eine Floskel. Ich habe aber so geantwortet, wie man es hier bei uns so macht. Ich habe gesagt, oh, not so good today. You know, there was a fire alarm in front of my house. And my mattress is so hot. And tonight I became my period. Und dann haben die gesagt, thank you. Bin ich natürlich hinterher, ne? Hab gesagt, wait, I'm bounded. Ne? Ich bin ja verbindlich, ich bin ja eine verbindliche Deutsche. Das Wort verbindlich gibt's nicht in Amerika, habe ich dann rausgekriegt. Wait, I'm bounded. Der Typ so, oh, she likes Shades of Grey, right? Yeah, no. Dann haben sie sich angefangen zu streiten, die Jungs untereinander. Richtig schlimm. Habt ihr mal Amis streiten hören? Das ist ein relativ einfacher Dialog. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Stundenlang bin ich dann dazwischen. Ich dachte, ich bin ja Europäerin, ich muss schlichten. Bin hin, ich so, fuck me? You're great, you're awesome, you're almost there. Dankeschön!